Hallo, liebe Tänzer. Heute möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen über Neigungswechsel in den Posen. Allgemein Neigungswechsel müsst ihr immer bedenken, dass es Neigung durch den Schiefstand vom Becken passiert. Wenn wir neutral stehen, haben wir ein neutrales Becken, dann sprechen wir über keine Neigung. Und wenn wir das Becken durch Bewegung, durch Pendelumschwung in einen Schiefstand kommt, dann sprechen wir über Neigung. Nochmal ganz wichtig, Neigung soll von unten entstehen, durch Standbeinarbeit. Unsere Becken und Beine, also Sprunggelenk, Knie, Hüftgelenk auch, das ist unten unser Motor, die bringt uns voran, die gibt aber auch die Hüftgelenke, Knie und Füße geben die Timing von euch Herren für uns zu uns Damen rüber. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass diese Neigungswechseln auch von unten passieren, damit wir eure Timing genau lesen können. Natürlich dadurch, dass ihr unten durch eure Körper verändert, muss der Oberkörper reagieren, sonst gibt ihr kein stimmiges Bild mehr ab. Ja, sieht man aber leider auch oft. Das bedeutet, wenn ihr unten Veränderungen macht, soll der Oberkörper obendrauf reagieren. Und so ist auch die Balance gewährleistet und das stimmige Bild. Wenn der Oberkörper reagiert, haben wir viel darüber schon gesprochen, dass es ganz wichtig ist, die Muskelketten zu benutzen, sodass der Oberkörper tatsächlich eine Reaktion auf das Veränderung, was unten in dem Motor und im Becken stattfindet. Es soll eine Reaktion drauf sein und wir wollen nicht oben die Veränderungen und die Neigungswechselungen machen, ohne dass der Körper unten was gemacht hat. Dann wird die Bewegung leer und ihr verliert auch leicht das Gleichgewicht. Schaut bei den Wechseln, dass ihr durch das Standbein das Gewicht erstmal zum Fuß bringt und dass durch die Winkelveränderung, was wir besprochen haben, im Oberschenkel und Standbein stattfindet. Achtet darauf, dass das Knie nicht nach außen wegfällt. Das soll über der Fußspitze bleiben und dass wir im Becken auch den Schiefstand herstellen. Das heißt, auf der inneren Seite soll und muss die Hüfte, wenn ihr von unten mit Gefühl drückt, muss die Hüfte mit nach unten kommen und dabei auch auf der inneren Seite eine Linie entstehen und die Hüfte folgt diese Kurve. Versucht nicht mit der Hüfte, den Hüfte beim Wechsel festzuhalten, um dagegen zu balancieren, sondern lass sie, Achtung, lass sie los, so dass dieses innere Bogen auch schön stattfinden kann. Ein kleiner Hinweis, aber das möchte ich heute jetzt nicht so viel üben, sonst schleifen wir zu sehr weg von Neigungswechsel. Aber ganz wichtig ist es, der Motor macht die Veränderung durch die Beine, produzieren die Neigungswechsel, der Oberkörper reagiert drauf. Achtet immer darauf, dass ihr lange Seiten behält, dass die Arbeit an der Seite entlang nach oben stattfindet, dass ihr nicht in den Boden reinfällt beim Neigungswechsel, sondern trotz dass das Gewicht nach unten arbeitet, der Oberkörper lang bleibt und nach oben arbeitet, dann bleibt ihr schön lang, erhält ihr eure tänzerische Länge und Verbundenheit im Körper und energetisch ist es viel leichter. Das heißt, nicht vergessen trotzdem, dass wir in den Boden arbeiten, gleichzeitig nach oben durch die Wirbelsäule und durch die Seiten arbeiten, damit die Energiefluss in eurer Körper auch sich ausbalancieren kann.
es weniger reicht, Energie nach unten, seitenlang nach oben. Entschuldigung, Gewicht nach unten, seitenlang nach oben. Und so ist der Energiefluss nicht alles in eine Richtung, sondern dreidimensional in viele Richtungen stattfindet. Das ist ganz wichtig. Bei den Linien, und das betrifft euch Herren wie Damen, ist es oft ein Fehler, wenn ihr die Neigung wechselt, dass ihr durch die Veränderung im Becken Gewicht vom Standbein wegtransportiert. Das heißt, achtet drauf, wenn ihr jetzt auf dem Standbein ankommt und das Gewicht wechselt, die Neigung wechselt, dass das Gewicht auch auf dem Standbein bleibt und nicht während der Hüft- und Beckenveränderung ihr Gewicht, weil da liegt der Schwerpunkt, ihr auch Gewicht vom Fuß wegnehmt, sondern behalt euer Gewicht auf dem Standbein und dann könnt ihr meistens ganz leicht das freie Bein auch entlasten. Da könnt ihr auch kontrollieren, dass wir Druck zwar zum großen Zeh und freies Bein haben, aber Druck zum Boden bedeutet kein Gewicht. Wenn ihr dann euch noch so zur Seite bewegen müsst, dann habt ihr zu viel Gewicht auf ein freies Bein, was ihr nicht machen sollt. Egal welche Posen ihr macht, wenn ihr Neigungswechsel macht und auf dem Standbein das passieren soll, achtet darauf eben, dass währenddessen nicht das Gewicht auf zwei Füße verteilt, sondern versucht ihr die Neigung auf den Bein zu wechseln, wo ihr das machen sollt. Ja, das gilt auch nicht nur für die Lunge-Line, wo wir das schon geübt haben, dass da tatsächlich schön das Fuß entlastet, dieses lange Bein produzieren können, sondern das gilt auch für Positionen wie ein Hover-Côté, wo ihr erhobene Position die Neigung wechseln sollt. Auch da darauf achten, während ihr die Neigung wechselt, nicht mit dem Gewicht, während ihr wechselt, sonst gleich zurückziehen, sondern auf dem Standbein Richtung linke Fuß fängt ihr mit einem Pendelumschwung an von unten, wechselt ihr die Neigung und dann tanzt ihr erst wieder weiter. Das gilt für uns Damen auch. Das machen wir gleich in der Same Foot Lunge, wo es etwas schwieriger ist. Bei der Same Foot Lunge für die Herren steht ihr Herren auf dem rechten Fuß. Es ist ganz wichtig, dass ihr den rechten Fuß Standbein leicht nach außen dreht. Ja? Das heißt, ihr werdet in eurer eigenen Folge kontrollieren. Es kommt darauf an, was für Figur vorweg tanzt, wie ihr in diese Figur reinkommt. Wenn ihr mit so einer Position reinkommt, dann müsst ihr den Fuß ausdrehen und am Ende mit leicht ausgedrehtem Fuß landen. Und wenn ihr eine Seitwärtsbewegung habt, dann zeigt eure Fußspitze schon leicht diagonal und dann werdet ihr auch gleich mit dem diagonal leicht offenen Fuß ankommen. Ihr schaut wieder ganz wichtig, dass die Kniescheibe über eure Fußspitze zeigt, dass ihr die nicht nach innen drückt, sondern die Kniescheibe Richtung Fußspitze bleibt und dann schauen wir auf die Neigung. Das ist wieder unterschiedlich oder kann unterschiedlich sein. Es kommt darauf an, wie ihr in diese Pose ankommt, mit welcher Neigung habt ihr die oder eure Trainern die Folge ausgedacht. Dementsprechend kommt ihr mit Linksneigung an, dann habt ihr die linke Hüftbecken tiefer, Hüftknochen, also Beckenseite tiefer, die rechte höher und ihr schaut natürlich und tanzt eine Linksneigung. Wenn ihr in diese Reitlunge gleich mit Rechtsneigung ankommt, dann müsst ihr schauen, dass gleich eure rechte Hüftseite, also Becken, Hüftgang, Beckenseite unten bleibt, die linke etwas höher und dann schaut ihr gleich nach rechts und seid ihr in eurer Right Back Position. Schaut bitte unbedingt, oft ist euer Kopf, dadurch, dass ihr die besprochen habt, richtig.
passt vielleicht aber der Körper nicht dazu. Und dann müsst ihr gucken und korrigieren, dass wirklich, wenn ihr Linksneigung habt, ist meine linke Hüftknochen tiefer, Becken tiefer, ist die Seite, so wie wir besprochen haben, rund und lang. Und dann kann ich nach links schauen. Wenn ihr ankommt mit dem Kopf gleich rechts, dann müsst ihr schauen, dass die rechte Hüftknochen etwas tiefer sitzt, die linke höher und der Kopf in Right Back Position gleich auch ankommt. Viele von euch werden in diese Same Foot Lunge Neigung Wechsel tanzen. Dann müsst ihr darauf achten, egal mit welcher Position anfängt, dass das von unten passiert. Das heißt, ihr werdet durch die Muskulatur, durch das Standbein arbeiten. Ihr schaut, dass eure Beckenposition sich ändert und darauf reagiert der Oberkörper. Und bitte schauen, dass das Gewicht tatsächlich auf dem Standbein bleibt. Weil hier passiert es sehr oft, dass ihr die Neigung wechselt und ihr schiebt die linke Hüfte nach oben und das Gewicht runter vom Standbein. Ihr müsst gucken, dass ihr auf dem Standbein bleibt, weil auch mit diesen Wechselbewegungen, wo ihr die Hüfte wegschiebt nach links und den Schwerpunkt vom Fuß schiebt, schiebt ihr auch die Dame vom Fuß. Das heißt, ihr verliert oft dann den Balance und wenn es ein Ausgang ist, dann fällt ihr meistens zu oft aus der Pose raus. Und dann könnt ihr theoretisch 1000 Variationen haben. Schaut, dass ihr beim Neigungswechsel auf dem Fuß bleibt, ob das mit Akzent ist oder ein langsamer Wechsel mit Impuls, mit Impact oder Rebound, was auch immer das ist. Der Grund bleibt dasselbe. Ihr schaut nach eurer Beckenposition und dass das Gewicht auf dem Standbein bleibt. Und dementsprechend dann mit der Oberkörper arbeiten, Seiten lang behalten. Energie arbeitet nach oben, die Seiten bleiben lang, die Energie fließt nach oben weg. Und zur Dame natürlich, durch die Verbindung, was wir schon bearbeitet haben. Und so entsteht ein harmonisches Bild. Bei uns Damen stehen wir bei der Same Foot Lunge auch auf dem rechten Fuß. Das Gewicht bleibt auf dem rechten Fuß und wir bringen dann meistens oder oft die Fußspitze nach vorne. Es kommt natürlich auch auf eure Folge an, wie ihr das Programm choreografiert habt oder eure Trainer. Und dementsprechend dann ist auch euer Eingang. Wenn wir in das Standbein reintanzen, wollen wir mit dem Gewicht durch das rechte Standbein tanzen und wollen wir gleichzeitig die linke Fußspitze nach vorne führen und wollen versuchen, die nicht unkoordiniert, eine zu schnell, die andere zu spät, sondern versuchen wir Standbein und freies Bein sich zu koordinieren, so dass da eine schöne Bewegung entsteht. Diese Bewegung soll natürlich zum Herrn passen, wie der Herr das Gewicht durch sein rechtes Standbein tanzt, sollen wir darauf mit unserem Gewicht reagieren. So, jetzt gilt das Gleiche für uns Damen, dass wir bei dem Neigungswechsel auch unsere Becken wechseln müssen. Auch genauso wie wir geübt haben vorhin durch das Standbein. Es hört sich oder fühlt sich etwas kompliziert an in dieser Position, aber der Logik bleibt das Gleiche. Ich habe entweder diese Neigung oder diese Neigung. Also sind wir entweder links oder rechts. Und jetzt wollen wir wieder schauen, was ist in unserem Becken passiert. Wenn wir die Füße und die auch, wir stehen auf dem rechten Fuß, die linke geht nach vorne,
Wenn wir aber die Füße schließen, ist das viel logischer oder leichter zu spüren, ob ich diese Neigung, dann habe ich das Becken nach unten, meine rechte Hüfte ist etwas tiefer, damit mein Kopf nach rechts schauen kann. Und wenn ich will, dass mein Kopf nach links geht, also wir wechseln die Neigung, muss ich auch schauen, dass meine Beckenposition sich so verändert, dass mein Oberkörper darauf reagiert und der Kopf nach links kommt. Jetzt habe ich einen schönen Bogen nach links. Und das machen wir auch in dieser Position, wenn wir in der Same Foot Line stehen. Entweder ist die rechte Hüfte etwas tiefer, wir sitzen tief und schön auf dem rechten Standbein, oder aus dem Standbein von hinten arbeiten wir durchs Becken hoch, machen wir den Bogen nach links. Das gleiche gilt für uns. Wir achten darauf, dass während dieses Gewicht Neigungswechsel nicht das Gewicht wechseln und das Gewicht vom Fuß schieben. Das heißt, wir wollen nur das Becken so verändern, dass es Sinn macht für uns, den Kopf zu wechseln. Bleiben aber mit dem Gewicht auf dem Standbein und achtet darauf, dass man nicht mit dem Gewicht vom Fuß fällt, was man oft dabei in Reichland gar nicht so schnell merkt, weil ihr ja den Fuß vorne habt und oft stützt ihr euch mit dieses Bein hier vorne ab. Wenn ihr es aber hochhebt und nicht auf dem rechten Standbein stehen bleiben könnt, dann habt ihr das Gewicht verschoben und das wäre dann ein Fehler. Wir schauen jetzt nochmal für die Damen aus der anderen Perspektive von hinten. Nochmal kurz die Erklärung. Wir sind schön zum Standbein runter, dann macht es Sinn nach rechts zu schauen. Wir wechseln von unten die Neigung. Wir verändern durch das Standbein die Position unseres Beckens und wechseln dabei den Kopf. Wenn wir jetzt zurückwechseln, wollen wir wieder von unten unsere Becken verändern, so dass wir zurückkommen, falls das in unserem Programm so vorgesehen ist, mit dem Kopf nach rechts. So, das könnt ihr ruhig geschlossene Füße erstmal üben, dass man überhaupt diese Veränderung, diese Brücke durch den Körper hat. Wir achten auch dabei sehr darauf, dass unsere Seiten lang bleiben und nicht wegkippen und knicken, sondern wirklich eine schöne, lange Brücke produzieren, als würden wir über einen Hochsprungstab drüber springen. Und versuchen wir diesen Stab nicht zu berühren. Das heißt, wir bauen durch den ganzen Körper eine schöne Brücke nach oben aus. Das machen wir jetzt auch in der Original Same Foot Lunge Position. Das heißt, wir stehen auf dem rechten Fuß. Das Gewicht geht senkrecht zum Fuß runter. Auch wenn der linke Fuß nach vorne geht, schieben wir nicht das Gewicht nach vorne, sondern wir schauen, dass unser Schwerpunkt schön durch das rechte Bein, über das rechte Bein bleibt. Wir haben der rechte Fuß auch in Hauch Richtung Herrn gedreht. Also achtet darauf, dass ihr die nicht ausdreht und weg vom Herrn, sondern Richtung Herr dreht. Das ist jetzt mehr mein Band. Fuß bleibt Richtung Herr. Das Gewicht geht durch das Standbein runter. Und beim Neigungswechsel gucken wir, dass das rechte Beinmuskulatur hinten, die Beuger, der Po-Muskeln, die großen Po-Muskeln arbeiten und dass wir dadurch unser Hüftgelenk und damit unsere Becken verändern. Also, wir arbeiten aus der Standbein nach oben, seitenlang, Brücke und Kopf wechseln. Wir achten dabei drauf, dass das Gewicht auf dem Fuß stehen bleibt. Und jetzt beim Wechseln gehen wir mit dem Gewicht
durch wieder das Standbein und währenddessen bleiben wir auf unserem Standbein, auf dem rechten stehen. Beim Üben also, Herren wie Damen, achtet darauf, dass euer Gewicht durch das Standbein arbeitet, dass ihr das Becken wechseln und der Position wechseln aus der Standbein erledigt. Und so könnt ihr Herren eure Timing aus der Standbein viel feiner und direkter an eure Damen weitergeben. Und das ist dann auch unsere Reaktion. Wir spüren, dass auf diesem Standbein was passiert. Wir spüren gleichzeitig das Beckenposition von euch Herren. Und somit können wir mit unserer Neigung und Neigungswechsel auch darauf reagieren. Es ist ganz wichtig, finde ich, dass ihr Herren nicht versucht, uns Damen in unsere Shape zu biegen, sondern es ist ganz wichtig, dass ihr eure Shape-Position und Neigung so klar wie möglich wechselt, weil dann verstehen wir, was in eurem Körper passiert und dann können wir auf eure Körpersprache reagieren und nicht, dass ihr anfängt, mit den Armen uns zu shapen und dann bleibt eure Körper still, bewegungslos, tot und gibt uns keine Information. Das heißt, wenn wir Damen nicht reagieren, umso klarer versucht ihr, eure Shapes auszutanzen und umso klarer trägt ihr das Gewicht über den Fuß, wo ihr das braucht und umso mehr schaut, dass eure Körpersprache die klare Information gibt. Und dann versuchen wir Damen auch auf gar keinen Fall mit unserem Bauch an den Herz zu kleben, dadurch, dass wir an die Verbindungen gearbeitet haben. Wir haben die Hände, vier Hände, wir haben die Körperverbindung, wir haben Hüfte und Becken und mehr braucht ihr nicht, um das zu spüren, was tatsächlich der Herr macht. Viel Spaß beim Üben!